Der Monat ist vorbei und wir dachten uns, es ist mal wieder Zeit für Monatsfavoriten. Und weil jetzt November ist, gibt es unsere Oktoberfavoriten. Wow. Ja. Danke für deinen Input. Das ist mein Beitrag zum Video. Okay, jetzt hast du schön gesagt. Deshalb gibt es heute wie immer das Beste aus Beauty, Fashion, Lifestyle. Mit Kanzler Cologne. Wir fangen wie immer an mit Beauty. Okay. Eine Sache muss ich euch zeigen, über die habe ich mich mega gefreut. Leider kann man die nicht kaufen, aber ich muss sie euch trotzdem zeigen, weil sie so ein großer Favorit war. Und zwar habe ich einmal meinen Light Burgundy neu. Eine Zuschauerin hat mir geschrieben und hatte noch einen übrig und hat den nie benutzt. Der lag bei ihr noch rum und dann meinte sie, sie wird mir den überlassen. Jetzt habe ich meinen alten auch endlich mal komplett aufgebraucht, also die restlichen Krümel und Stücke, die da noch drin waren, habe ich jetzt mal verwendet. Nach wie vor, jetzt wo ich wieder so eine ganze Version habe, merke ich, dass das mein allerliebstes Blush ist. Aber ganz viele von euch haben mir unter einem der letzten Videos, in dem ich das Blush erwähnt habe, geschrieben, dass Mocha von MAC so ähnlich ist. Deshalb habe ich mir den jetzt endlich mal bestellt. Das ist auch so ein matter, altrosaner Ton. Er ist ein bisschen pinker, also der von Catrice ist noch... Also der von Catrice ist noch so ein bisschen braunstichiger und irgendwie weniger intensiv, so ein bisschen gesättigter. Can you see it? Aber so vom Typ her sind sie sich schon sehr ähnlich. Ich mag ihn richtig gerne. Schwestern, keine Zwillinge. Genau. Ich habe zwei Sachen, die auch nicht fehlen dürfen, obwohl... Willst du die jetzt die ganze Zeit hochhalten, während ich rede? Ich wollte dann gleich einsetzen. Das erste ist die Better Than Sex Mascara von Too Faced. Ja, die haben jetzt beide schon in mehreren Videos erwähnt und die ist halt auch einfach... Shit. Also meine war eine Woche lang jetzt bei Lena. Ich habe die voll vermisst und ich habe so viele andere Mascaras noch. Ich habe letztens mal, aus irgendeinem Grund wollte ich keine wasserfeste Mascara tragen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich dachte irgendwie, heute ist es dumm, wasserfeste Mascara zu tragen. Habe eine andere benutzt, dachte so, nee. Nee, die ist halt einfach, die ist geil. Und die macht so einen krass schönen Schwung, so viel Volumen. Ich liebe aber auch vor allem die Verpackung und so. Also die ist echt mega. Zweite Sache von Too Faced, die ich auch unbedingt noch erwähnen musste, ist der Bronzer. Habe jetzt auch schon öfter davon geschwärmt, dass ich den richtig gut finde. Momentan ist ja mein Nars Laguna immer noch nur Krümel. Und ich wollte mir noch keinen neuen bestellen, weil ich noch so eine Mini-Größe habe. Aber ich greife öfter jetzt zu dem hier und sogar auch öfter zu dem als zu dem von Soap & Glory. Alles, was ich bisher von Too Faced ausprobiert habe, fand ich richtig gut. Ich habe ein Hautpflegeprodukt neu und zwar von Pixi. Das ist das Glow Tonic. Ich habe das jetzt so seit, ja, vielleicht so 2 bis 3 Wochen, würde ich sagen, und benutze es immer abends, nachdem ich abgeschminkt bin. Also ich tränke einfach ein Wattepad damit und gehe damit über meine Haut. Allerdings nur hier über meinen Wangenbereich. Ich finde, es ist schwer zu beschreiben, was es ist, weil ich finde, es hat halt so einen Peeling-Effekt. Also bei mir macht es dann halt die Haut so ultra glatt und rein. Und da ist halt irgendwie 5% Glycolic Acid. Glykolsäure ist das. Die Haut fühlt sich einfach extrem gereinigt an. So richtig quietschsauber. Und ich finde es, also ich habe halt das Gefühl, es verfeinert so ein bisschen mein Hautbild. Wo wir schon bei Säuren sind, fahre ich mal vor mit einer weiteren Säure, die ich benutze, und zwar Salicylsäure. Ich hatte ja im letzten Favoritenvideo auch schon über Produkte von The Ordinary geredet. Die habe ich jetzt aufgebraucht und jetzt benutze ich momentan die. Die finde ich auch richtig gut. Bei Haut spielt ja immer noch so viel anderes eine Rolle irgendwie, finde ich. Also da spielen immer so viele Faktoren mit rein, dass manchmal, also manchmal kann man natürlich genau sagen, dass es an einem Produkt liegt, aber manchmal halt auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall mag ich das richtig gerne. Also und generell hatten einige so nachgefragt, ob ich nochmal über die Produkte reden kann. Ich hatte von allen einen positiven Eindruck. Also alle, die ich probiert habe, waren gut. Also war jetzt vielleicht nicht alles der absolute Hammer und das Beste, was ich jemals ausprobiert habe, aber vor allen Dingen für den Preis kann man meiner Meinung nach da im Grunde alles bestellen. Okay, dann machen wir mal weiter mit Fashion. Ich habe eine neue Uhr von Danny Wellington zugeschickt bekommen. Und zwar ist es quasi... neues, kleineres Modell von der Classic Petite. Das ist schon das kleinere Modell zu der Sheffield, das ist zu den anderen größeren Modellen. Also es ist einfach mini klein. Das ist 28 mm und das kommt gar nicht so richtig rüber, aber wenn ich es wirklich am Handgelenk habe, sieht winzig klein an meinem Arm aus. Ich finde es so süß. Ich finde, es sieht richtig, richtig goldig aus. Und einfach ein schöner Kontrast zu allen meinen anderen Uhren, weil die sind, also normalerweise trage ich halt viel lieber große Uhren, also eigentlich so groß, wie es geht. Also seitdem ich das kleinere Modell habe, trage ich nur noch das so. Das ist jetzt nicht so richtig Fashion, nicht so richtig Lifestyle. Ich weiß nicht, das ist auch nicht so richtig, das ist schon Beauty. Ist ja auch egal. Das sind Klebernägel. Ich hatte die vor einer ganzen Weile gezeigt in einem Haul und habe dann die ewig zu Hause rumliegen gehabt, weil ich einfach immer auf den Moment gewartet habe, wo ich die mal benutzen kann. Und dann hatten wir ein Fotoshooting. Am Abend vorher hatte ich furchtbare Nägel. Und dann habe ich mich um 2 Uhr nachts hingesetzt und mir diese Nägel draufgeklebt.
Und ich war so beeindruckt davon. Man muss dazu sagen, da steht drauf, hält bis zu 7 Tage oder sowas. Wenn irgendwo drauf steht, hält bis zu 7 Tage, denke ich mir immer so, der hält drei. Ha, ne? Ja, hält bei mir dann halt so 2 Tage maximal. Man muss auch sagen, das Aufkleben war die absolute Katastrophe. Also das ist in der Anwendung überhaupt nicht einfach und überhaupt nicht schön. Aber wenn die Nägel einmal kleben, sehen sie mega schön aus. Also ich habe da auch unglaublich viele Fragen dazu bekommen. Auch im realen Leben habe ich von ganz vielen Leuten Komplimente dafür bekommen. Es ist einfach ein super schönes Ergebnis und sie haben auch über 7 Tage gehalten. Die haben genau 8 Tage gehalten. Ich habe sie auch gut abbekommen, tatsächlich ohne irgendwann ein Produkt. Also ich habe die einfach so abgezogen. Meinen Nägeln ging es danach auch überraschend gut. Also man hat dann halt noch so Klebereste gesehen, aber das war's. Also meine Nägel waren nicht kaputt, nicht brüchig, nicht dünn, nicht angegriffen, gar nichts. Ganz große Empfehlung. Letzte Woche haben wir ein Paket bekommen von Peopletree. Da durften wir uns netterweise was aussuchen. Und ich habe mir diesen Pullover hier ausgesucht. Das ist ein Wollpulli. Ich besitze sonst keine Pullis aus reiner Wolle. Also der Unterschied ist schon krass. Es fühlt sich am Anfang ein bisschen kratzig an, aber es ist halt auch ultra, ultra warm. Ich liebe die Farbe. Die Farbe ist für mich voll ungewohnt und irgendwie nichts, zu dem ich jetzt einfach so gegriffen hätte. Aber jetzt, wo ich ihn habe, finde ich ihn mega, mega schön. Und so trage ich zurzeit ständig. Ein Riesenfavorit von mir, so Fashion bezogen, sind diese Schuhe hier. Und ich habe so lange mit mir gehadert, ob ich die bestellen soll. Das sind Bronx-Stiefeletten. Ganz, ganz, ganz viele haben die momentan, aber mit noch so einer Verzierung vorne, weil die quasi ein identisches Dupe sind mit der Verzierung mit so Schuhen von Chloe. Und ich fand die immer schon irgendwie schön und faszinierend an anderen, aber mit dieser Verzierung da vorne, Moment, stell sie mal kurz ab, war mir das immer so ein ganz kleines bisschen too much. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall die entdeckt. Ich habe sie auf eBay gefunden, weil ich die auf Zalando erst nicht gesehen habe. Jetzt gibt es sie aber anscheinend auch auf Zalando. Mhm. Vielleicht ist das ein neueres Modell oder so. Und seit ich die habe, liebe ich die. Ich trage die jeden Tag. Das Einzige, was sie halt auch von Anfang an gemacht haben, war halt extrem hier diese Falten sozusagen, Bildung. Die machen auch so ein schönes Geräusch beim Laufen, finde ich, durch dieses Geklapper. Ich liebe die einfach nur. Ich bin auch sehr happy über eine Investition, also wirklich eine Investition. Gute Mäntel sind einfach wirklich teuer. Aber ich habe einen richtig, richtig schön bei Kos, Kos, wie auch immer, gefunden. Das ist einfach ein ganz, ganz schlichter Mantel. Also ich wollte halt was sehr kastenförmiges, aber auf jeden Fall knielang. Mein alter schwarzer Mantel war eigentlich eher wie so eine ein bisschen längere Jacke. Und der ist halt wirklich schön lang und ich mag einfach den Schnitt, obwohl der Schnitt eigentlich mega schlicht ist, aber genau sowas habe ich halt gesucht. Dann machen wir weiter mit Accessoires. Ich habe eine neue Tasche, die ich unglaublich liebe. Wir haben für eine Kooperation Taschen zugeschickt bekommen von der Firma. Ehrlich gesagt kannte ich die Firma auch vorher nicht, also ich habe nie davon gehört, nie davon irgendwo Taschen gesehen und im Nachhinein denke ich mir so, krass, weil die Sachen sind so schön. Die haben so viele, so schöne Taschen im Sortiment und das ist die, die ich mir ausgesucht habe und die ist knallrot. Und das steht auch stellvertretend eigentlich generell für knallrot, weil ich habe in der letzten Zeit auch super gerne eine knallrote Bluse total oft getragen, die ich auch liebe. Da habe ich auch viele Fragen zu bekommen. Die kann ich auch versuchen, nochmal in der Infobox zu verlinken. Das ist eigentlich auch ein Favorit von mir, habe ich noch nicht dran gedacht. Einen knallroten Pulli habe ich auch ganz viel getragen. Ich bin ein bisschen verliebt in so knallrot momentan. Aber eigentlich in alle Rottöne, auch in so dunkelrot, alles, was so rötlich ist. Und dann noch was, was wir euch beide auch schon gezeigt haben, was auch ein Favorit von uns beiden ist. Unsere Daphne Reyes Rucksäcke. Ja. Ultra praktisch, wirklich. Also life-changing, habe ich so das Gefühl. Ja. Geht mir vor allen Dingen um Drehen bei dir oder Drehen bei mir. Und man so viel mitschleppen muss, es ist so ultra praktisch, alles in diesen Rucksack zu packen und dann halt in Ruhe Fahrrad fahren zu können, in Ruhe einkaufen gehen zu können. Ich hatte den jetzt auch als Handgepäck, dafür war der auch der Hammer. Ja. Und vor allen Dingen ist es bei mir so life-changing, weil dann mein 15-Zoller reinpasst. Und ich hatte vorher keine Tasche, wo ein 15-Zoll-MacBook reingepasst hat. Vor allen Dingen halt neben Laptop passen noch 1000 andere Sachen rein. Also der ist wirklich mega geräumig. Und was man auch dazu sagen kann, ich glaube, wir haben einen neuen Gutscheincode, oder? Ja. Ich glaube, der wurde nochmal verlängert. Also bis Mitte November oder so? Ja. Ich weiß nicht genau. Schreiben wir euch in die Infobox. Und dann habe ich noch ein letztes Accessoire oder mehrere Accessoires. Und zwar sind das Ringe. Ich habe nie gerne Ringe getragen, weil alle Ringe, die ich jemals getragen habe, mich immer mega aufgeregt haben, weil ich irgendwie immer das Problem hatte, dass die angefangen haben zu jucken an meinen Fingern. Und dann, auch für das besagte Fotoshooting, wofür ich Panik hatte wegen meiner Nägel, habe ich dann auch gedacht, ich brauche irgendwelche schönen Accessoires. Dann waren wir bei Other Stories und Leo hat halt immer so von den Ringen von den Other Stories geschwärmt, dass ich dann dachte, okay, ich probiere das einfach nochmal. Wir haben super, super schöne Design sozusagen, also es gibt ganz viele verschiedene immer und die laufen nicht an, überraschenderweise, und damit hatte ich auch immer Probleme, dass alle meine Ringe immer sofort angelaufen sind. Die sind zwar nicht ultra günstig, also es ist jetzt keine H&M-Schmuckpreise, aber halt auch kein Echtschmuck. Also es ist halt voll das Zwischending und sie laufen trotzdem nicht an. Also ich finde die auch so beeindruckend. Ich bin so begeistert. Hammer, 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 ja. Bin so richtig süchtig danach und immer wenn ich die jetzt nicht trage, fühle ich mich so richtig
Nackt. Alter, ja, genau. Nackt, ja. Dann denke ich mir so, irgendwas fehlt. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal bei mir kommt. Dass ich mal irgendwann Dinge finde, die das in mir auslösen. Dann noch Lifestyle. Ja. Ich habe einen ernst gemeinten Musiktipp und einen nicht so ernst gemeinten Musiktipp. Ich habe auch einen Musiktipp. Kannst du mir bitte Handy gehen verstehen? Ja, warte, lass eins noch mal machen. Okay. Also, das ist, was du Liebe nennst, von Bowser. Ich habe das letztens im Auto gehört, im Radio. Und es hat mich halt voll gekriegt. Das war bei 1 live und die Moderatorin meinte halt so, ja, das ist der neueste. Ich war so, boah, krass und so, du bist alt und du weißt überhaupt nicht, was in ist. Und dann ging es halt so los und in den ersten Sekunden dachte ich mir halt so, ja, das ist halt überhaupt nicht mein Musikgeschmack, also null. Dann lief es halt 10 Minuten später so gefühlt nochmal rein, dann lief es halt nochmal und immer dachte ich mir so, der Beat ist eigentlich ganz gut. Das ist jetzt nicht mein Ding eigentlich, aber es ist halt irgendwie geil. Ja. Okay, und jetzt noch mein ernsthaft gemeinter Musik-Tipp. Sind die Playlists von Daria Daria, die macht jeden Monat so eine Monats-Playlist. Das sind richtig schöne Musikkombinationen, also die passen voll gut zusammen, kann man voll schön nebenher hören. Und ich habe jetzt im Oktober die September-Playlist rauf und runter gehört. Und da sind ein paar Lieder dabei, die es mir echt angetan haben. Zum Beispiel voll das schöne Cover von Torn. Kennst du das? Nee, doch, das kennst du bestimmt. Ich glaube, das kennst du. Ah, ja, doch, das kennst du. Da sind richtig schöne Cover dabei, aber auch so richtig schön, so alles ein bisschen akustikmäßig. Mega schöne Playlist. Ganz viele Leute fragen immer, ob man uns auf Spotify folgen kann, ob wir da mal Playlists erstellen können. Nein, weil wir sind beide nur privat auf Spotify angemeldet. Wir fühlen uns nicht dazu in der Lage, gute Playlists zu erstellen, denen man in irgendeiner Form folgen könnte. Ich habe trotzdem auch noch ein Lied, was ich euch sehr empfehlen kann. Und zwar habe ich das auf einer Party entdeckt. Das heißt Don't Wait. Ich weiß noch nicht mal, wie man die Künstlerin ausspricht. Aber es ist so schön. Ich höre das halt im Rauf und Runter. Ich liebe den Text, ich liebe die Melodie. Ich habe noch einen Lifestyle-Favoriten stellvertretend für uns beide. Und zwar waren wir beide letzte Woche im Dirty Dancing Musical hier in Köln. Und es war so, so cool. Ich war so richtig geflasht danach. Wir haben ganz viel im Weekly-Blog auch montags davon berichtet. Deswegen versuche ich mich mal kurz zu fassen. Aber es lohnt sich. So einfach geil. So einfach richtig, richtig cool. So, ich habe zum Abschluss noch ein Essensprodukt. Komisch eigentlich, dass wir so selten essen und unseren Favoriten zeigen, wenn sie eigentlich alles in unserem Leben nur essen. Ja. Ja, aber das darf nicht fehlen. Und das ist auch schon ganz lange ein Favorit. Und irgendwie wollte ich es schon ganz oft in Favoritenvideos zeigen. Und dann kam es nie dazu. Ich glaube, weil ich dann meistens entweder ihn aufgegessen habe, bevor wir es gedreht haben oder ich es vergessen habe oder so. Können wir probieren? Ja, das ist der Hammer. Also das sind die Raw Bite Spicy Lime Riegel. Meiner Meinung nach der beste Riegel, den es ever gibt. Der schmeckt wie Lemon Drizzle Cake, aber als Müsli Riegel. Der schmeckt ganz, ganz stark nach, ich finde Zitrone, also offiziell ist es ja Limette, aber ich finde, der ist so geil. Und da ist auch angeblich immer Scharfes drin. Ich finde, das Scharfes schmeckt mir jetzt nicht raus. Ich finde, der schmeckt hauptsächlich süß und sauer. Aber ich liebe das Zeug. Bisschen spicy vielleicht. Ja, mini. Aber es ist jetzt nicht scharf. Also man muss keine Angst haben, wenn man nicht gerne scharf ist. Nee. Okay, das war's, würde ich sagen, oder? Mhm. Das ist unser Oktoberfavorit. Und wir sehen uns am Montag im Vlog. Ciao. Kannst du mir nochmal mein Getränk geben? Jo, 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 Bro! Oh Gott, scheiße, meine Favoriten liegen da drüben. Oh. Die Hände. Was können wir eigentlich? Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Also ich stimme dir zu, ich kann auch nicht viel, aber dieses Problem, da nehme ich mich jetzt halt mal so von aus. Hey, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Hier, ist mal auf. Wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Nimm's dir. Wegen meinen Lippenstift. Hilf mir zu vergessen, was war. Unsere Gesamtsituation. Ich würde jetzt nicht mal helfen, dass die Gesamtsituation. Was soll das jetzt halt für ein Dialekt sein? Eine Mischung. Gute Mischung aus Hessisch und Felsisch und Sächsisch. Ja, aber echt, das war ungefähr die Mischung. Ja. Monatsfavoriten! Ich werde auch mal irgendwie Favoriten in Dialekt drehen. Jo. Hallo. Jo, Alter. Uhu! Diesmal mit besserer Laune. Die von dem Daniel Wellington.
Hatten wir letztes Mal schlechte Laune? Nee, nur ich. Nur ich. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. ne? Ich kann da nicht französische Akzent oder so. Französische Akzent. Warte. Das klingt immer viel hessischer als heute gibt's. Was ist denn jetzt? Oh, jetzt ist November. Heute haben wir. Nee, jetzt ist Oktober und wir drehen Oktoberfavoriten. Ja. Hast du ein Fischbrötchen? Seidenbacher Müsli. Es gibt ja Leute, die können das richtig gut. Ja, ich zum Beispiel. Mal wieder Zeit für unsere Favoriten. Oktoberfavoriten. Wir können ja jedes Mal einen Song machen. Okay. Baby, gib mir mehr von dem, was du gerne wollen willst. Wir haben eine neue Uhr, die niemand kennt. Das kennt ihr sie, weil ich hab sie neu. Ich zeig euch unsere Favoriten heute. Achso, ich hab jetzt meinen Teil gesagt. Du bist ja nicht. Du musst dir nochmal sagen. Nee, der war gut. Ich kann dir nicht nochmal sagen. Ich hab Kiff geguckt. Klingt das nicht nochmal so hin? Was ist Warte mal, du musst es nochmal sagen, weil ich mir gerade voll in den BH gefasst. Frau Porn. Jetzt schreibt für Dauer. Wow, also. Mir persönlich. Also. Ich suche seit nach einem schönen, schlichten, schwarzen Mantel. Schön, schlicht, schwarz. Eine Tasche, die ich unbedingt zeigen wollte. Das erinnert mich total an ich hab Style und das Gehalt. So, ja, ich hab alles. Das war aber schlecht. Ich hab die, Vor allem die Autotunes. Also, ich kann das nicht, weil mein Musikgeschmack ist halt eine Katastrophe, euch das anzugucken. Das ist nämlich... Gesundheit. Das ist nämlich so weit. Ich glaube, ich muss nochmal niesen. Entschuldigung. Dann was ist das für die. Hi. Okay.